Hi und herzlich willkommen zu meinem Video. Ja, heute möchte ich mit euch über etwas reden, nämlich über Vorbereitungen. Ja, wir reden über Vorbereitungen. Ich weiß, zweimal im Jahr, einmal knapp nach meinem Geburtstag und einmal, manchmal auch knapp vor meinem Geburtstag, nee, vor dem Geburtstag war es noch nie, aber auf jeden Fall nach meinem Geburtstag und dann an Silvester weiß ich, dass ich meistens Overloads habe. Und danach falle ich erstmal ja für ein paar Tage aus. Und ja, da ich das weiß, kann ich Vorbereitungen treffen. Und da wollte ich jetzt mal mit euch drüber reden. Was sind so die wichtigsten Sachen, an die ich denken muss und was ich machen muss? Also anfangen muss ich meistens Sachen, also fange ich meistens mit PC-Sachen an. Darum habe ich auch gerade zwei Bildschirme am Laufen. Weswegen ich aussehe, als hätte ich einen fiesen Dreitagesbart, ja. Dreitagesbart heißt das Wort. Hier so über der Lippe, aber das ist tatsächlich nur vom Licht. Ist das Licht? Ja, ich habe keinen Bartschatten. Dinge, die einen so wollen, als ob sie wichtig wären, aber ja. Ja, also als erstes muss ich meistens Sachen machen, wo ich viel denken muss, noch, weil das ist mir in der Zeit ja nicht wirklich, fällt mir da nicht leicht. Sowas wie mein Tagebuch übertragen, letzte Sachen im Banking erledigen, meine finanziellen Geschichten vorbereiten, anfangen schon mal die Einkaufsliste für die Woche, wo dann folgt, anzufangen. Also dieses Mal zum Beispiel brauche ich Zahncreme und Zahnbürsten und deswegen mache ich meine Einkaufsliste für die DM und die muss ich jetzt halt schon mal anfangen vorzubereiten. Dann hygienemäßig muss ich jetzt beispielsweise, muss ich dann immer rechnen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, an einem 30. Umfall und dann am 4. meine Periode bekomme, nur als Beispiel, das ist ja was, was ich bedenken muss, und dann die Wochen dann schon davor zu lange nicht in der Badewanne war, muss ich überlegen, reicht es aus, wenn ich dann theoretisch am 1. oder 2. bis 3. irgendwann komme ich da zum Baden oder habe ich die Kraft zum Baden? Und wenn nicht, dann muss ich ja vorbaden. Also muss ich einen Badeplan machen. Dann muss ich vorbereiten, was ich essen möchte. Weil oft ist es so, dass ich ja dann auch nicht kochen kann und auch meine Motorik nicht funktioniert. Und da muss ich solche Sachen vorbereiten, die meine Mutter gut und auch schnell aufwärmen kann. Weil meine Mom hatte derzeit auch keine Zeit zum Kochen, weil da ist es ihr wichtiger, in der Zeit sich darum zu kümmern, dass ich soweit in Ordnung bin, dass ich trinke, dass ich esse, essen, dass ich mein Essen schnell habe, damit ich essen kann. Das sind Sachen, die sie mir auch theoretisch mit der Gabel geben kann und sowas. Und es sind also Sachen, die muss man auch vorbereiten. Dann Sachen wie zum Beispiel also organisatorisches, wenn ich zum Beispiel also weiß, dass ich einen Termin um diese Zeit habe, was wir meistens versuchen zu verhindern, aber wenn ich dann einen Termin habe, dass ich den dann irgendwie noch verschiebe. Oder es gibt ja so Termine, die sich plötzlich noch ergeben und dann muss man die halt verschieben. Dann auch so eine Sache, ich muss gucken, dass ich für Leo Sachen vorbereitet habe, die wichtig sind, weil falls es dann irgendwie dann nicht klappen sollte, dass bei Leo alles soweit so rund läuft, dass ich dann Zettel habe, wo ich sagen kann, Mama, könntest du mir da und da und da helfen? Ja, das muss man noch vorbereiten. Also dieses Jahr habe ich jetzt auch noch die Einkäufe erledigen müssen von der Schale hier zum Beispiel, weil hätte ich jetzt, also das war ja mein Einkaufsding, wo ich mir gewünscht habe, wo ich das machen wollte. Aber meine Mom hat zum Beispiel also morgen keine Zeit. Da gehe ich aber dafür mit meinem Vater noch zum Rand eine Pizza holen. Und hoffentlich hält die dann. Aber dann muss ich auch ich muss meiner Mutter ein Essen. Also ich muss dann auch so Sachen machen wie zum Beispiel also dran denken, wenn ich was zum Einkaufen brauche. Was brauche ich, wie viel brauche ich davon? Wenn es Sachen sind, die ich noch brauche zum Vorkochen, dann muss ich das natürlich schneller organisieren und kann nicht warten, bis der Pflegedienst beispielsweise kommt. Außer es ist am nächsten Tag, dann ist es leichter. Aber meistens ist es so, dass wenn es dann eben nicht am nächsten Tag ist, muss ich da halt irgendwas organisieren. Ich muss Kleidung vorbereiten. Also für mich zum Beispiel, wenn ich dann das so habe, oh, ich muss nachher noch mit Bett.
Da fällt mir gerade ein, ich muss noch das Spannleintuch am Bett da hochziehen, weil das ist ja auch sowas. Weil das kriege ich dann in der Zeit nicht hin und das ist saumäßig unbequem, weil das zu tief runterrutscht. Also das muss ich nachher noch machen. Ja, das sollte ich auch ganz schnell mal aufschreiben. Weil das wäre richtig doof, wenn ich das vergesse. Jetzt habe ich nichts zum Aufschreiben. Na gut. Dann mache ich das nachher. Ich muss Sachen auf Sachen, die weggeräumt werden oder die Orte brauchen, wo man dann überlegen muss, wo das hinkommt, muss ich jetzt auch alles lang noch wegräumen, damit ich dann, wenn es soweit ist, die Sachen da habe, wo ich sie brauche. Ja, was noch, was noch? Ich muss einen Plan machen. So ungefähr, was, wann, wie, wo, wie ist dann. Also so dieses, wenn es dann soweit ist, Mama, dann brauche ich, muss, wenn es dann fertig ist, dann brauche ich die erste Lasse ja dann. Dann muss die Melperon rein, dann muss die zweite Lasse ja rein. Ja, meine Mutter kennt den Ablauf, aber in solchen Momenten ist es dann auch gut, wenn man gucken kann auf dem Ablaufplan. Also müsste man einen Ablaufplan schreiben. Ich meistens ist dann so, dass ich auch noch Tee. Ich habe noch Tee. Entschuldigt, ich habe so durstig. Mein Hals ist ganz trocken gerade, weil ich schon so viel geschwatzt habe. Ich muss dann halt auch noch Sachen machen, die mir wichtig sind. Sowas wie zum Beispiel ein Spiel, also irgendwas Seichtes suchen, womit ich mich in diesem Zeitraum beschäftigen kann, was aber nicht viel Kopf, also vom Kopf verlangt. Das ist dann immer, das ist meistens die schwierigste Aufgabe. Finde eine Aufgabe, die dich nicht zu sehr beschäftigt, wo du nicht nachdenken musst, wo aber dich lang genug beschäftigt, dass du, wenn es soweit ist, alles, ja, alles für dich vorbereitet ist. Ich muss noch eine Serie suchen, die mich vielleicht so lange beschäftigt und sowas. Und es sind so diese kleinen Dinge, die ich immer vorbereite, damit, wenn es dann soweit ist und ich diese 3 bis 7 Tage ausfalle, dass ich einfach vorbereitet bin. Und dass auch alles, was irgendwie wichtig sein könnte, in diesem Zeitrahmen dann im wahrsten Sinne des Wortes vorbereitet ist. Und dann ist es für mich oft so, dass wenn ich das halt alles noch vorbereiten sollte, muss, darf, wie auch immer man es formulieren will, ist es ein Stress. Und ich mag es überhaupt nicht. Und dann bin ich immer so ein bisschen leicht knatschig. Und es ist dann halt einfach wirklich auch viel, wo ich denken muss. Und ja. Und zum Beispiel heute muss ich in diesen kurzen Zeitraum des Tages muss ich so viel reinstopfen, weil. Ja, weil ich habe nur noch, es ist so wirklich wie so ein Countdown, der abläuft. Und man weiß genau, man hat zum Beispiel jetzt heute am 28. habe ich noch 3 Tage, wo ich alles in Ruhe vorbereiten kann. Und am 31., wenn der 31. startet, muss das alles in meinen Augen zu 90% stehen, damit nur noch Kleinigkeiten zum Verbessern da sind. Weil wenn ich dann zu lange warte, dann ist es einfach verheerend und das möchte ich nicht. Und ja, deswegen arbeite ich jetzt wie ein Brunnenputzer und ja, hoffe einfach, dass ich alles rechtzeitig fertig bekomme. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch kennt und ob ihr auch so Vorbereitungen haben könnt, wenn ihr wisst, wenn sowas kommt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.